Was gibt hier denn? Ah, siehst du mal. Eine Truhe. Schlüssel zu Rüstung Helden, kaiserliche leichte Stiefel, leichte Rüstung, Eisenschwert. Ne, mein Schwert, das ich gerade dabei habe, ist besser. Darauf verzichte ich gern. Und wir haben Gold gefunden. Yay. Die ersten Wertgegenstände im Spiel. Ihr wisst vielleicht nicht, dass man alle Gegenstände, die man hier findet, bei Händlern für Geld verscherbeln kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen leichten Helm finde, dann steht da ja Wert 35. Also kann ich mit meinem jetzigen Handelsgeschick diesen Helm für 35 Goldstücke verkaufen. Ist nicht besonders viel. Deswegen lasse ich ihn einfach mal hier. Man findet bessere Sachen zum Verkaufen. Ist ja sonst irgendwas? Kann ich durch die Tür hier durch? Die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Okay, das heißt, ich werde jetzt mal den offiziellen Weg gehen, so wie es das Questfall mir verlangt. Und zwar können wir nämlich auf unserer Karte... Auf der Weltkarte besitzen Orte... Achso, auf der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast, helle Symbole und Orte, von denen du gehört hast, die du aber noch nicht besucht... Oder entdeckt hast, helle Symbole... Nee. Noch nicht besucht hast, dunkle Symbole. Bereits entdeckte Orte kannst du wählen und schnell dorthin reisen. Okay. Oh, 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 was geht hier ab? Hier auf dieser Questkarte, auf dieser Karte kann ich zwischen Weltkarte und Umgebungskarte hin und her wechseln. Die Weltkarte zeigt mir an, ja, auf der gesamten Welt meine Orte, die ich bereisen kann. Und die Umgebungskarte zeigt mir dann die Dungeons und die Häuser an, in denen ich mich befinde. Wie nehme ich gerade dieses Verlies? Hier wird mir auch angezeigt, dass ich nach unten latschen soll. Zu dem Questziel Entkomme aus Helgen. Das werde ich doch einfach mal weitermachen. Ich soll diese Tür hier aufschließen. Das wär's. Kommt, verschwinden wir von hier. Ehe. Das Questtagebuch enthält alle Quests und Ziele. Ja, habe ich doch gerade schon gesagt bekommen. Und ich speichere mal. Zuerst lösche ich mal die ganzen alten Speicherstände, die ich hier noch drin habe. Na komm. Das dauert ja ewig. Und lege einen neuen Speicherpunkt an. Über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Okay. Was hat er gerade erzählt? Wer will mich zum Einstürzen bringen? Der Turm stürzt ein? Keine Ahnung. Oh! What the fuck? Er redet davon, was passiert. Hat er irgendwie hellseherische Fähigkeiten oder was? Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Na gut, dann gehen wir eben durch die Tür hier. Genau. Ich werde den Boden mit eurem Blut. Oh, 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 oh. Ausdauer niedrig. Keine Ausdauer ist niedrig. Dadurch kannst du nicht mehr sprinten und auch keine mächtigen Angriffe durchführen. Trinke einen Trank oder warte, bis deine Ausdauer wiederhergestellt ist. Ich habe keinen Trank, deswegen muss ich entweder warten. Na los, stirb. Boah! Special Attack! Yeah, man! Ein Lagerraum. Seht nach, ob ihr irgendwelche Zaubertränke finden könnt. Wir werden sie brauchen. Okay, mache ich gleich. Zuerst gucke ich mal hier, leichte Rüstung 25. Alles genauso wie ich es habe, deswegen nichts Besonderes. Was hat denn der Soldat hier? Das gleiche. Das sind zwei verschiedene. Die haben beide aber dasselbe dabei, glaube ich. Ja. Ne, der hat eine schwere Rüstung, aber ist auch uninteressant. Solange die kein Gold dabei haben, lohnt sich das sowieso nicht. Hier gibt es schon den ersten Trank. Zaubertrank der Ring Magica. Salz und so einen Scheiß nehme ich erstmal nicht mit. Die kann ich nachher zum Tränkebrauen gebrauchen, aber jetzt erstmal nicht. Aber diese ganzen Tränke, die hier drin sind... Oh, das Gold, das nehme ich doch gerne mit. Da mein Questziel sagt, ich soll dieses Fass durchsuchen. Und da finden wir Zaubertrank der geringen Ausdauer, Zaubertrank der geringen Magika und Zaubertrank der kleinen Heilung. Dreimal. Sehr schön. Zaubertränke sind wirklich sehr nützlich zwischendurch, wenn die Kämpfe brenzlig werden. Aber ich bin einer, der meistens so kämpft, dass die Zaubertränke gar nicht nötig werden. Fertig. Mit meinen Schleichattacken, ich komme nur selten in die Situation, dass ich viel Leben verliere. Beim Blut eines Trolls. Ah, da ist Schleichen.
Komm schon! Verflucht sei das Kaiserreich! Euer Kopf gehört mir! Unterdenker! Nein! Wir sind... Oh. Das war's schon. Bei euch? Nein. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Warte, oh, hallo Schnecke. Es sieht oh, so doch, aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Okay, ich durchsuche erstmal die Leichen, das mache ich immer, falls sie irgendwas Interessantes dabei haben. Eisenstreitkolben brauche ich nicht. Soldater Sturmmantel. Oh, der ist gestorben, das tut mir aber echt leid. Schaden 19, aber das ist ein beidhändiges Gedöns, aber den nehme ich einfach mal mit. Ich mag beidhändige Waffen. Eisenstreitkolben. Aber den packe ich erstmal weg. Was gibt's denn hier Schönes? Ein Schild? Ich stehe nicht so auf Schilde. Ein Eisenstreitkolben? Ne, muss nicht sein. Und ein Buch. Geschichtlicher Überblick über das Kaiserreich, Band 2. Ich weiß nicht, wollt ihr das lesen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich blätter einfach mal durch. Ihr könnt ja auf Pause drücken bei jeder Seite. Dann, habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, das Buch, was ich finde, zu lesen. Ich werde mir vielleicht auch nochmal im Nachhinein die ganzen Bücher durchlesen von meinem Let's Play. Kann ja nicht schaden. Aber sie jetzt laut vorlesen, wäre, glaube ich, ein bisschen schwachsinnig. Okay, dann knacken wir mal diesen Käfig hier. Benutze Maus, um den Dietrich zu drehen und W, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich öffnen. Ja. Na, das war doch einfach. Also man muss die Maus bewegen, um zu gucken, wie weit sich das Schloss drehen lässt. Oh, 25 Gold. Nochmal ein Zaubertrank. Und Wert 305, das sind diese Gegenstände, die verzaubert sind. Die bringen extra viel Geld, wenn man sie verkauft. Die nehme ich direkt mal mit, falls ich nichts Besseres finde. Und kann die beim nächstbesten Händler verhökern. Und ein Buch habe ich gefunden. Ich glaube, das ist so ein Lernbuch, womit man ja, was lernen kann. Bücher, Zauberbuch, Funken. So, neuer Zauber genannt Funken. Das war ein Buch, in dem man sofort den Zauberspruch lernt. Ziemlich nützlich. Den Käfig schließe ich auch mal auf. Sehr, sehr einfach. Ist aber leider nichts drin. Und in dem hier. Hier ist auch nichts drin. Tja, ich würde sagen, das war's erstmal hier in diesem Gefängnis, beziehungsweise in der Folterkammer. Aber hier scheint es noch mehr Sachen zu geben, beziehungsweise noch mehr Verliese, die ich aufschließen kann. Oh, und der erste Dietrich kaputt. Aber ich habe noch 10 Stück. Schlösserknackenfertigkeit gestiegen. Auch nicht schlecht. Ah, da hinten liegt ein Geldbeutel. Den will ich auf jeden Fall haben. Nehme ich mir und das Skelett durchsuche ich auch. 4 Gold. Knochenmehl lasse ich da. Ist unnötig. Ich bin tatsächlich meistens so ausgefuchst, dass ich die Werte vergleiche von den Gegenständen, die ich aufnehmen kann. Das Verhältnis zwischen Gewicht und Wert. Weil man ja nur bestimmte Sachen, bestimmte ja, Anzahl von Items mitnehmen kann. Dann nehme ich meistens die Items mit, die wenig wiegen. Die trotzdem relativ viel Geld bekommen im Verhältnis zu ihrem Gewicht. Damit ich nicht noch mehr Gold nicht so viel schleppen muss, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ein Gegenstand, der viel wiegt und viel wert ist, kann aufgewogen werden durch viele kleine Items, die zwar wenig wert sind, aber die noch weniger wiegen. Oh, oh, oh. Ich werde sicher nicht abwarten, bis dieser Drache mich erledigt. Wir müssen uns zurückziehen. Na gut, der greift ihn an. Dann werde ich ihm mal helfen. Und direkt durchsuchen. Das Spiel hält nämlich an, wenn ich jemanden durchsuche. Die Eisenpfeile nehme ich mit. Den Langbogen nehme ich mit. Sehr nice. Und
Ich werde den direkt auch mal ausrüsten. Dann übe ich hier direkt mal ein bisschen Bogenschießen im Spiel. Langbogen und Eisenpfeil schon ausgerüstet. So. Und er bewegt sich natürlich. Okay, die scheinen tot zu sein. Das Geniale in diesem Spiel ist auch, dass man verschossene Pfeile wieder mitnehmen kann. Das heißt, wie ihr hier seht, die liegen tatsächlich in der Welt rum. Die prallen von der Wand ab und ich kann sie wieder aufheben. Noch mehr Pfeile. Und noch mehr Pfeile. Falls ihr das merkt, wenn ich nach unten gucke und so ein bisschen laufe, das sieht mega seltsam aus. Es leckt ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es kann sein, dass das an meiner Aufnahmesoftware liegt. Die nimmt nämlich direkt aus dem Videospeicher aus. Und es kann sein, dass die gerade ein paar Kompatibilitätsprobleme hat. Das muss ich gleich mal ein bisschen umstellen. Aber allzu sehr stört es mich jetzt nicht. Aber da seht ihr es. Es wackelt so ein bisschen, wenn ich mich umgucke. Aber ansonsten läuft alles flüssig, was mich sehr verwirrt. Naja. Okay, es geht weiter. Wow. Oh, da ist was eingestürzt. Wir müssen weiter. Der Rest wird sich einen anderen Tatsache. Weg nach draußen suchen müssen. Hier ist das Gitter offen, da kann man bestimmt gleich durch und da kann man auch lang. Hm. Was sagt denn der offizielle Weg? Wo muss ich normalerweise lang? Ich soll geradeaus gehen. Dann gehe ich mal hier links lang und gucke mal, was dieser Weg mir hier bringt. Ich bin nämlich immer auf der Suche nach versteckten Schatztruhen und geheimen Orten. Wie zum Beispiel hier. Ich habe ein Skelett gefunden mit 5 Gold und einen Geldbeutel mit 17 Gold. Und hier gibt es tatsächlich sogar noch einen Gang, der weiterführt. Und zwar in einen Tunnel, Brunnenschacht, wie auch immer. Aber das ist, glaube ich, da, wo wir hergekommen sind, wie es aussieht. Bringt mir jetzt nicht besonders viel. Deswegen gehe ich einfach mal den ursprünglichen Weg weiter. So, wie es eigentlich geplant ist. Vom Quest her. Ja, komm. Weiter geht's. Ah. Geldbeutel. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Ja, tolle Idee. Das war ja ein Geistesblitzmensch. Oh. Ah, da sind schon Spinnen. Ich zeige euch jetzt mal den Trick, warum ich gerne mit dem Bogen spiele. Und zwar werden beim Schleichen. Zack. Wird beim Schleichen zusätzlicher Schaden generiert. Wodurch meine Attacken mehr Schaden bringen. Oh, er ist mir gerade voll ins Schussfeld gelaufen. Ich habe ihn abgeschossen, wie ihr seht. Oh, 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 oh. Jetzt nehme ich mir direkt mal schnell eine starke Waffe. Ich füge dem mal. Kann ich dem hier irgendwie Favorit hinzufügen? Aber wie? Wie Favorit? Wenn ich F drücke, dann passiert nichts. Aber ich mache einfach Eisenkriegshammer so. Was macht ihr denn da? Hilft ja nichts. Ja, ich helfe dir doch. Mein Gott, ist das ein schwerer Hammer. Da seht ihr, das Gift ist zum Beispiel relativ viel wert, aber ich. Ja, komm, ich nehm's mit. Das kann ich dann auch verkaufen. 21 Gold für 0,5 Gewicht ist schon relativ viel am Anfang. Boah, ist die weit geflogen von meinem Pfeil. Meine Fresse. Okay, und hier oben kann man noch die Kokons von denen durchsuchen. Wow, what the fuck. Nur dadurch, dass ich gegen die gelaufen bin, ist die Mumie vorweg geflogen. Und ein Dietrich, ja wunderbar. Die kann man auch immer gebrauchen. Sollten wir besser zusammenhalten.
Ja, ich weiß, ich komme ja gleich, ich komme ja gleich. Hab ein wenig Geduld. Wo ist denn der jetzt hin? Da runter bestimmt, ne? Ja, da ist er doch. Ich guck mal kurz nach, wie ich die Favoriten für meine Waffe hinzufügen kann. Favorit hinzufügen. Wie mache ich das denn? Egal. Hilft da nichts, das muss ich noch irgendwie rausfinden, wie das hier auf dem PC geht. Und da liegt wieder ein Skelett. Ich kann es aber nicht durchsuchen, aber hier führt ein Weg nach oben. Das ist aber auch nichts. Schade, schade. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Ah, da vorne. Immer schön langsam. Und passt nee. Auf, wo ihr hintretet. Ich will die Bären aber töten. Ich will Punkte dafür kriegen. Wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht jetzt noch einen Bogen bekommen. Ich folge und gebe euch Deckung. Schleichen ist überbewertet, wie? Paz, Junge! Wenn das mir nicht ein Ghetto-Treffer war. Ich glaube, ich spiele gerade im Spielmodus einfach. Hat auf jeden Fall eine Anschein, wenn die Bären so leicht sterben. Aber das kann ich ja im Endeffekt immer noch umstellen, wenn es mir zu einfach ist. Ich mache es erstmal so weiter, wie es gerade ist. Und dann gucken wir mal nachher, wenn die richtigen Gegner kommen, ob ich das vielleicht noch umstelle. Ich gucke einfach mal. Einstellungen, Gameplay, Experte. Naja, ich meine, ist ja jetzt nicht so schlecht, ne? Hä? Wieso kann ich ja nicht speichern? Ah doch. Festung Helgen, ja, überschreiben. Okay. Dann, gehen wir mal weiter hier. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Ach, wir sind schon draußen. Ja, cool. Wunderbar. Wir haben es geschafft, aus Helgen, aus diesem komischen Gedöns herauszukommen. Oh, da fliegt der Drache. Okay, übel. Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Hoffentlich. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester okay. Gerdur abgeschlossen. Führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Okay, aber ich will trotzdem noch ein bisschen mit der quatschen. Meine Schwester Gerdur führt... Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand ja, weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Ihr sollt... Was? Versteht da jemand wirklich? Ich sollte mich Ulfric im Sturmattel anschließen? Warum solltet ihr hingerichtet werden? Wo war dieser Drache auf eurer Seite? Und frag ich mal das Erste. Man muss kein Nord sein, um für Himmelsrands Freiheit zu kämpfen. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachens bedeutet, dann Ulfric. Na gut. Vielleicht nicht. Drachen wurden in Himmelsrand schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesichtet. Aber wo auch immer dieser Drache herkommt und was auch immer er will, Ulfric wird der Sache auf den Grund gehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Außerdem habt ihr jetzt selbst eine Rechnung mit dem Kaiserreich zu begleichen und mit diesem Drachen.
Das will ich hoffen. Himmelsrand braucht Leute wie euch, die für seine Freiheit kämpfen. Kommt, wir sollten uns beeilen. Okay, der will jetzt nach Windhelm. Ich mache jetzt hier an dieser Stelle allerdings einen Cut. Erstmal das Spiel speichern. Ich bin ja jetzt gerade in der Freiheit. Ja, und zwar werde ich das Spiel morgen fortsetzen. Ich muss morgen leider früh raus für die Arbeit. Am Wochenende werden auf jeden Fall längere Videos kommen. Das hier war jetzt gerade quasi nur ein Vorgeschmack auf das weitere Let's Play. Ich werde noch viele, viele, viele Stunden in diesem Spiel verbringen und würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Kommentare und Anregungen wie immer in die Kommentarsektion da unten. Und ja, abonniert meinen Kanal, wartet auf neue Videos. Ich werde viel, 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 viel Neues hochladen. Wie immer mit dabei der Carsten. Wir zocken gerade Payday und Warframe und Blacklight und noch jede Menge anderen Scheiß. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also bis dahin, Leute. Bis zur nächsten Folge, Skyrim oder was auch immer. Wir sehen uns.